Ah, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wie zerschmettern wir mein Herz bei Ghost Exile? So, mit am Start unsere Hauptdarstellerin Jasmin Jatze Wicht. So. Ja. Okay, den Rest mache ich. So, meine Damen und Herren, ich bin da. Ja, wow, ich habe den Geist schon analysiert und ausgetrieben. Danke, dass du da warst. Aha, ich fand noch, wer witzig hier, ey. Ja. Ja? Ja, wir haben jetzt zweimal Spray. Achso, scheiße. Ah, Mist, ich hab's ja auch gekauft. Oh, Mist, ey, du hast es auch gekauft, Digga. Ja, ich wollte gar nicht so viel Geld ausgeben. Och, Mann, bist du ein Dulli, ey. Ah, wat ein Nappel. Oh, Gott, so eine Scheißhauskiste, sag ich dir. Kann man bitte so doof sein, oh, sag's mir. Kartoffelbrei im Schlüpper. Mit dem, nee. Nee, sonst habe ich ja, bei Kartoffelsalat hast du mich aber kritisiert. Hast du geguckt, wo der Stromkasten ist? Ja, im Haus. In der Garage. In der Garage. Garage. Warum nehme ich eigentlich immer die andere Taschenlampe noch mit? Ich habe doch eine. Die ist aber ein bisschen heller, ne? Ich habe keine Ahnung. Also die du in der Hand nehmen kannst, ist wesentlich heller als ja, die Kopftaschenlampe. Ja, aber die bringt mir nichts, weil ich ja hier immer was in der Hand habe. Wir haben das Ouija-Board in der Garage. Boah, ist das hier gruselig mit dem Schaukelstuhl. Hier hat's schon geknatscht. Heftig. So. Wollen wir mal gucken, wo habe ich denn was hingepackt? Unheimlich sieht das aus. Unheimlich? Das ist doch die Coverband von Unheilig, oder? Unheimlich? Was piepst denn hier schon wieder die ganze Zeit? Mein Vogel. Ah. Aha, aha, aha. Zweimal Waschpulver. Wir leben auf großen Fuß. Telefon, hier oben im Flur. Aha. Du bist nicht oben, ne? Nein. Okay, danke. Danke, Senior Geist, dass Sie mein Licht angemacht haben. Senora. Ich habe Minustemperaturen. Schön für dich. Ich schwöre auf Celsius. Ich schwöre auf Celsius. Und einen Schlüssel hat er. Und einen Schlüssel hat er, ja. So, hast du... Oh, EMF5. Jetzt schon? Das ist hier, aber... guck, falls du mich nicht siehst, falls du mich siehst hier. Woher soll ich dich denn sehen? Hier, Treppe. Warte, ich bin im Zimmer. Respekt, toll, du bist der Geist. Zeig mal her. Ja, jetzt ist weg. Zeig doch mal. Es ist... Zeig Alter. Doch mal her. Ich will auch gucken. Hey, das ist eins. Da ist nur eine Lampe an. Ach komm, hör doch auf. Da hinten ist eine Tür auf. Das muss was bedeuten. Oh, ich hab den Ausweis. Oh, Alter, Laberababer, ey. Da hat jemand ein bisschen Quatschwasser gesoffen, wa? Das ist normal bei dir. Der Name und der Vorname sind deutlich geschrieben. Vermutlich war das der Name des Geistes während seiner Lebenszeit. Sieht so aus, als war sein Name Adrian Jackson und er ist gerade 37 Jahre alt. Okay, besser als ein Kind. Hier unten ist auch eine Schublade. Adrian Jackson, der ist genauso alt wie du. Kann man hier machen jetzt? Aussiehst zumindest. Aussiehst. Hier heult was. Was ist ein Taschentuch? Hier, also kann ich hier das nicht nehmen? Ich kann das hier... Aber ich kann es nicht nehmen. Warum nicht? Schön, dass du gesagt hast, da heult was. Es klebt an der Decke. Echt? Ja, hier, guck mal. Hier im Badezimmer. Warum kann... Was denn? Warum kann man das nicht nehmen hier? Weiß ich doch nicht. Bist du inkompetent? Ich konnte die auch aufmachen. Ja, aber... ach so, du kannst die nur aufmachen, weil wir den Ausweis suchen. Ne, nein, aber wenn ich auf das Papier ist mein Ja, weil du, die weil du die Schublade bewegen kannst. Es geht um die Schublade. Aber da ist doch ein Zeichen dran, dass ich die aufmachen kann. Peace-Zeichen. Ich glaube, dass du halt den Ausweis kannst du halt in Koffern, Schubladen und so weiter finden. Es ist aber markiert, ja. Was du aufmachen kannst. Ja, eben. Aber das ist ja dann in der Schublade drin, wo es markiert ist. Der Ausweis lag einfach nur im Regal. Ich habe wieder so eine komische Scherbe eingesammelt.
Ja, aber es muss ja einen anderen Sinn ergeben hier. Was hast du? Vielleicht verstehst du es ja später. Ich habe diese komischen Scherben eingesammelt. Eigentlich brauche ich das Thermometer gar nicht mehr, ne? Wir hatten Gefriertemperaturen, damit sind wir cool. Dann würde ich behaupten. Hier läuft Wasser. Nee, Oh, oh, ich würde behaupten, wenn ich den hier aufstelle, müsste ja eigentlich. wo bist du? Ah, nee, warte mal. Wo Wo bist bist du? du? Gib mir Gib mir ein ein Zeichen. Zeichen. Kannst du Kannst du mit mit mir mir sprechen? sprechen? Das ist ja widerlich. Wo bist du? Das gefällt mir besser. Nee, ist nicht hier. Echo! Wo bist du? Bist du da? Hallo Zeig Jasmin! dich. Kannst Echo! du mit mir sprechen? Hallo, wo bist Hier oben du? im Flur! Die macht hier die Wo ganze Zeit bist Klingelton du? an und Licht an aus. Die geht hier voll ab wegen dir. Bist du da? Zeig dich. Du Affe! Hallo, wo ist sie denn? Oben Wie im hieß die Flur! nochmal? Adrian Jackson und die ist oben im Flur. Adrian, kannst du mit mir reden? Hallo? Was stimmt mit der Frau heute nicht? Hallo, kannst du mit mir reden? Adrian, wie alt bist du? Wo bist du? Wie bist du gestorben? Stören wir dich? Bist du nett? Sie krabbelt an der Decke. Ich denke, wir können ihr trauen. Da hat was Wo geklackt. bist du? Wie bist du gestorben? Stören wir dich? Du hörst dich voll komisch an. Auf jeden Fall haben wir das, Kannst du mit uns reden? Adrian, wir Wo? sind hier, um mit dir Kontakt aufzubauen. Kannst du mit uns Kontakt aufnehmen? Wo bist du? Kannst du mit uns reden? Bist du hier? Keine Antwort. Wo bist du? Bist du Gib mir ein hier? Zeichen. Sprich mit mir. Du kannst auch mit mir reden über das Ding, was ich hier in der Hand habe. Vielleicht ist Wie sie alt leicht bist du? überfordert. Vielleicht weiß sie einfach nicht, mit wem sie sich hier unterhalten soll, dir oder mir. Wo bist du? Aber hier piept immer. Gib mir ein Zeichen. Sprich mit mir. Du kannst auch mit mir reden über das Ding, was ich hier in der Hand Aber ist habe. das Piepen das Zeichen beim Ja, Diktiergerät? danke. Oh Gott, ey. Ist das Piepen das Zeichen beim Diktiergerät? Ist ja die Frage. Warst du das? Bist du noch da? Ja. Sei mal nicht so genervt, du olle Hey, Troller. jedes Mal, wenn das zum Schluss was kommt, quatscht er. Du weißt ja nicht mal, Oh. worauf du achten musst. Woher willst du wissen, ob es was ist? Das, ja, richtig. Ich will ja Richtig. mal wissen, was die da sagt. Ja, du quatschst aber Ich die wollte aber ganze wissen, ob du Zeit. gerade dieses komische Stöhnen warst. Nein. Das ist unten ein Telefon. Gottes Willen! Hier ist überall Schleim! Schleim? Warum Schleim? Keine Ahnung, der Regenwald ist da drinnen ausgebrochen. Überall waren Also Mangrobenwurzeln. F5 und Gefriertemperatur, ne? Gott, warte, ich muss erstmal meinen Herzschlag beruhigen. Der Diktiergerät wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das wieder nicht angesehen wird. Wie gestern. Also IMF und Gefrier. Ja, Diktiergerät reagiert auch, aber ich weiß nicht, ob die da reden muss oder so. Ja, das Oder weiß ich, Antworten gibt. das kann ich dir halt nicht sagen. Ich weiß nicht, worauf wir beim Diktiergerät achten müssen. Ey, da Also eine waren. Reaktion gibt es ja, aber. Hast du das hier in der Kamera gesehen eben? Nee. Da waren überall Mangrobenwurzeln. Das sah aus wie in der Everglades. Everglades. Ja, Crocodile Dundee.
Ja, aber cool, wenn man mal... Bist du gerade reingegangen? Ja. Wäre aber mal cool, wenn man wüsste, wie sich das hier anhören muss. Und 15 Sekunden ist auch mal so kurz. Kannst du mit mir reden? Kannst du sprechen? Über dieses Gerät in meiner Hand? Kannst du einmal Yes sagen? Okay, da kam gar nichts. Baby. Kannst du einmal Yes sagen? Hört man das, wenn ich zwischenquatsche? Kannst du einmal Ja sagen? Hast du gerade die Tür bewegt? Bist du da? Hallo? Ja, irgendwas. Mann, stell dich doch gleich vor die Kamera. Ey. Wieso wird das zweimal gepiept? Kannst du einmal jetzt sagen? Weiß ich nicht. Kannst du einmal Ja sagen? Hast du gerade die Tür bewegt? Bist du da? Hallo? Das knatscht so komisch. Kannst du mit mir sprechen? Wie alt bist du? Kannst du einmal Hallo sagen? Wo bist du? In welchem Raum bist du? Haben wir noch irgendwelche Möglichkeiten der... Kannst du mit mir sprechen? Kannst du mit mir reden? Wo bist du? In welchem Raum? Hallo? Schreib ins Buch. Adrian, schreib ins Buch. Ins Buch der verlorenen Seelen, das ich hier hingelegt habe, um deinen dämonischen Geist auszutreiben. Ekelhaft. Jesus Christ, da waren die Mangroven. Warst du das, Adrian? Also ich war's nicht. Sie hat irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr mein Buch nicht gefällt. Was war das? Wo? Das war mein... Nein. Wo bist du? Das war mein Diktiergerät. Wo? Als das mit diesem Ekel eben kam. Warte mal. War ich das? Ja. Ah, das hat sehr gehört wie der Geist. Ich dachte, das ist der Geist, ey. Schade. Oh mein Gott, ich hab total die ekelhafte, gruselige Aufnahme. Aber das hat sich doch angehört wie ein Geist, oder? Ja, ja. Ich hab voll die widerliche Aufnahme. Oh mein Gott, ich hab sie aufgenommen. Ja, das war echt gruselig. Oh shit, ich hab was gehört. Ja, wie viel Sanity habe ich noch? Warte. 76. Oh, ist noch okay. Aber schade, ey. Ich würde gerne mal wissen, wie sich das anhört über den Dings hier. Das knarrt ja auch immer so komisch. Schreib ins Buch. Bitte schreib ins Buch. Schreib ins Buch, Adrian. Den brauche ich ja dann gar nicht mehr. Wissen wir jetzt, dass wir den haben. Entschuldigung. Ich habe dir das Licht angemacht, damit du das Buch findest. Ich habe übrigens keinen Stift. Das ist ja schlau. Bring dir einen Stift mit, Adrian. Kannst du mit mir reden? Kannst du mit mir reden? Schreib ins Buch.
Da ist auch ein Handabdruck auf der Tür, auf der. Sie schreibt ins Buch. Never. Ja, habe ich doch gerade gehört. Ja, ohne Witz. Oh, sie hat wieder. Ich hab das sogar hier draußen und hab das hier unten gehört. Fuck! Okay, wenn du drauf gehst, ist nicht schlimm, weil ich habe ja jetzt den letzten Beweis. Psst. Wie aktiv ist die Aktivitätslinie? Das Ritual von Astalor. Ich hasse dich. Was denn? Wie aktiv ist denn die Aktivitätslinie? Jetzt geht sie wieder höher. Wie viel Sanity habe ich? 70. Ist die Haustür offen? Ja, die ist die ganze Zeit auf. Ich dachte kurzzeitig, ich werde gejagt. Okay. Also haben wir die Beweise, jetzt müssen wir sie noch austreiben. Ja, wir müssen es ihr nur noch austreiben. Den Schabernack. Gut, das heißt, wir haben jetzt noch die Geisternotiz und sind damit bei einem Bien. Ich vermute ja mit dem Diktiergerät, dass da wirklich klare Antworten kommen müssen. Hä? Wieso bin ich hier gerade hängen geblieben? Verstehst, was ich meine? Ich würde gerne nur mal gucken. So, sagst du mir denn das gleiche? Google Explorer? Nicht Google. Search das heißt Explorer? Google. Google? Gin. Okay. Hab ich auch genommen bei mir. Ne, ich wollte nur gucken, nicht, dass hier irgendwas gesperrt ist und deswegen durchgeixt. So, das Ritual von Astator. Warte. Ich guck mal in mein schlaues Buch. Ich warte, wo soll ich auch hin? Wir brauchen 3 Kerzen und eine Rune von Otala. Oh, ich komme mit diesem Handy hier nicht klar, ey. Sind die Steine, sind das beides Runen von Otala? Keine Ahnung. Willst du mein Handy haben? Ich nehme gerne mein kaputtes Rune, wieder. Rune. Steht das hier irgendwo? Was brauchen wir jetzt? Warte mal. Sie hier. Warum findet der das hier nicht? Das Buch dafür habe ich in der Hand. Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht, Baby. Jin. Rune von Otala. Du bist der Geist. Hier. Der hat sich an dich geheftet. Ja, das kann sein, dass die mich nicht mag. Wir haben ein Problem. Das bist du. Pass auf, die eine Rune, die wir besitzen, ist die Rune von Otala. Die andere Rune ist die Rune von Berkano. Das heißt, wir können das nicht machen. Ne, doch. Wir brauchen einen der beiden Steine, aber welchen? Steht das da nicht drauf? Rune von Berkano habe ich jetzt genommen. Ja, also. Also den nicht. Und also, das ist die Rune von Otala. Geh mal nach rechts. Benötigt für das Ritual des Exils. Okay, und dann brauchen wir noch 3 Kerzen und ein Feuerzeug, ne? So, eine Kerze, ein Feuerzeug. Du musst noch 2 Kerzen mitnehmen? Nö. Doch, und die Farbe. Sehe ich gar nicht ein. Doch! Ich doch! Warum bleibe ich hier ständig hängen? Weil du hängen geblieben bist. Was muss ich mit dem 2 Kerzen? Und die Sprühfarbe. Ja, das passt bestimmt nicht mehr jetzt. Nee. Kann ich irgendwas noch weglegen? Theoretisch die Taschenlampe. Kann ich denn die Sprühfarbe mitnehmen? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir reingehen, sind wir tot. Wo wollen wir denn das Ritual machen? Oben, unten? Unten, ne?
Weiß ich nicht. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, ich... Ich würde sagen, wir machen das hier in der Garage. Okay. Ich denke, das ist cool. Dann los. Gerne okay. Sie zu. Ja, ich werde anfangen. Du musst den Zirkel erstmal machen. Ja, ich weiß. Ich muss aber auswählen. So, warte. Brühdose? Ja. So, wir machen von Asterot, ne? Hm. Okay, warte, ich versuche mal mein Glück. Sieht das okay aus? Wieso leuchtet jetzt das aber, schon? Jetzt aber flott. Hey, wieso leuchtet das? Weiß ich nicht. Ich habe das falsche Siegel, oder? Oh Gott, Patrick, können wir einmal kurz rausgehen? Er bringt uns um. Wir brauchen von Astator. Oh Gott. Und ich habe... Ja, und was machen wir jetzt? Was, das liegt ja jetzt. Was, Ja. Ich habe Astarot gesprüht. Ja. Ja, wir haben kein Astator. Ja, dann können wir es nicht machen. Oder was? Ich glaube nicht. Oh Gott, diese Aussagen, ey. Boah. Ich glaub nicht. Oh, da steht er. Hier. Wo? Ja. Wie? Der ist ja hässlich. Was hat er denn im Gesicht? Oh, der sieht aber krass aus, ne? Ich bin dann da im Kopf drin. Ich sehe deine Zähne. Krass. Oh Gott, Jasmin! Gesehen? Was? Ist er noch da? Nein. Scheiße. Warum? Was ist denn? Ich wollte hier gerade einen Siegel sprühen, aber auf einmal hast du gesprochen. Ich habe gar nichts gesagt. Aber dann ist das ja das falsche Siegel, was ich hier habe. Ich habe gesagt, das ist ja krass. Ja, dann haben wir Pech gehabt, ne? Deswegen leuchtet das auch rot, weil es falsch ist. Du hast es verkackt, Junge. Ja, wir haben das Siegel nicht. Aber wir haben doch alle nötigen Utensilien. Ja, wahrscheinlich nicht. Astalor ist ein Dreieck? Ja, und du hast einen Kreis gemacht. Nein, es ist ein Dreieck im Kreis. Es war kein... Ja. Knie nieder, genau. Wir haben Stern. Schämlich. Wir haben Stern im Kreis. Toll. Das ging ja mal in der Hüs. Ich habe irgendein anderes Ding gemacht. Jetzt ist er ganz ruhig. Was war das? Ich. So. Was war das? Das warst aber nicht du, oder? Das Siegel des... Hallo? Patrick. Nee, ich war gerade nix. Das war voll komisch, das ist so gemacht. Hast du das nicht gehört? Nee. Okay, hier hätte ich ein Dreieck im Kreis. Ist es auch das richtige Dreieck im Kreis? Also es zeigt mir jetzt irgendwie die ganze Zeit zu diesem blöden... Ach, mein, oh Gott, bin ich... Ja, das Siegel des Sees. Sith. Okay, ich bin bereit. Sprühen wir das Zeichen. Wollen wir das jetzt hier sprühen? Hast du den Ofen angemacht? Nee, das war er. Okay. Ich habe Angst jetzt. Das macht mir keine Angst. Mir schon. Du musst die anderen Kerzen platzieren, bitte. Nee. Ich will nur einmal meine Sprühdose loswerden. Ja. Was hier? Ich bin voll. Komm. Da. Du musst sowieso mit rein. Nein, muss ich nicht. Los, komm, platzier die Kerzen, damit ich sie anmachen kann. Bleib doch mal locker, ey. Nein, ich bin nervös.
Ah, schön für dich. Warum liegt da Salz jetzt? Weiß ich nicht. Ach, ein Stein. Eine Kerze fehlt. Hä, da ist doch eine. Hier. Merci. Muss ich... Okay. Wie hieß der Geist? Keine Ahnung. Ellen oder so? Bitte nicht. Scheiße. Kleinen Moment, ich muss das mal nachschlagen. Ausweis, untersuchen. Adrian Jackson. Ah ja, genau. Mhm. Okay, Adrian Jackson, alles klar. Adrian Jackson. Gott befehligt dich. Fürchte die Kirche Gottes. Tja, das war's. Fürchte die Kirche Gottes. Ja, der hört die Kirche nicht, weil es Kirche heißt. Wir beten zu Gott. Wir werden nicht zulassen, dass du dunkle Schlange... Oh nein, er hat ein Portal geöffnet. Oh nein, oben. Am Arsch der Welt. Schließen, 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 schließen. Okay, wir haben's gerockt, Alter. Wir haben's gerockt. Okay. Ich werde es mal mit nicht-christlicher Stimme versuchen. Ich glaube, er nimmt uns nicht ernst. Die Menschheit täuscht. Oh, Sprachtaste drücken. Die Menschheit täuscht. Adrian Jackson. Im Namen Gottes, geh raus. Brenne in der Hölle! Du Ausgeburt des Bösen! Ja, cool! Schön! Der hat einfach nur rot geleuchtet. Jasmin, rat mal, was ich heute Cooles gemacht habe. Oh ja, Siegerfoto. Warte, warte, warte. Ich pose auf dem Pentagramm. Okay, warte. Siegerpose. Oh, Arnold Schwarzenegger-Style. Und, sieht's geil aus? Zeig mal. Oh ja. Warum sollte ich jetzt die Sprühdose mitnehmen, wenn du selber eine hattest? Wollen wir das wann anders vertiefen? Schade, gibt kein Geld, wa? Wieso? Das erste Foto sieht geil aus. Das erste ist bei mir von der Nacht. Hä, da habe ich das rote. Ist bei mir Foto 5. Hier ist bei mir das Pentagramm. Foto 4 bin ich auf dem Pentagramm. Foto 3 bin ich. Foto 2 ist ganz weit weg, so das Verbrannte. Und Foto 1 ist bei mir der Himmel. Naja, dann haben wir es ja geschafft. Naja, haben wir es ja wohl wieder mal geschafft. Crazy cringe, crazy craze. Jedes Teammitglied überlegt, aha, stoppe den Geist mit einem Kruzifix. Wir könnten auch mal anfangen, die Quest zu machen. Aber wieso ist jetzt gerade Licht angegangen drinne? Bist du drinne? Nein. Und warum ist da gerade Licht angegangen? War das aus? Das war ja, aus, das ne? Ja, das ist eben angegangen.
Adrian Jackson? Bist du wirklich weg? Wohnt hier jetzt ein neuer Geist? Hallo? Warte mal, ich komme auf. Adrian, gib uns ein Zeichen. Stehst du da um die Ecke? Warst du gerade drinne? Fuck me, der Schaukelstuhl schaukelt. Ich sag's dir, der ist nicht weg. Lol. Ich hab doch gesagt, da war das Licht an. Wir sind selbst scheiße, wenn wir den Job erledigt haben. Ist hier noch jemand in diesem Haus? Ist hier noch jemand? Kannst du mit mir sprechen? Adrian? Hallo, ist hier jemand? Sind wir noch cool? Lol. Ist hier noch jemand in diesem Haus? Kannst du mit mir sprechen? Hallo, ist hier noch jemand? Oder ist dieses Haus jetzt befreit? Mach doch nicht dieses blöde Diktiergerät an. Adrian? Ja, hier ist das Radio an. Adrian, bist du im Haus? Ist hier noch jemand? Hallo? Kannst du mit mir sprechen? Adrian, lebst du noch? Hallo? Ist hier noch jemand? Entschuldigung, haben Sie mein Kind gesehen? Es heißt Adrian. Ich suche meinen Sohn, Adrian. Er muss hier irgendwo in diesem Haus sein. Ja, aber das ist ja skurril. Das Radio ist schon wieder an. Hast du es ausgemacht? Ja. Vielleicht ist der jetzt nur nicht Radio, mehr böse. Anderes Radio ist an. Vielleicht ist der nur nicht mehr böse. Keine Ahnung. Es würde mich enttäuschen, wenn doch. Naja, unser Job ist getan. Hä? Die Glut fliegt hier durch die Bude. Die Leute sind zufrieden. Wir können abkassieren. Alles ist gut. Oh Gott, Jasmin! Ich hasse es, dass du hier bist. Mach mal das Feuer aus. Kann ich nicht. Hä, doch, raufklicken. Nein, kann ich nicht. Vielleicht, wenn ich nichts in der Hand habe? Ich kann es nicht ausmachen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Mit nix drin. Oh, voll gut. Ich mag Kisten, die leer sind. Warst du das? Ja. Ah, hier ist Wasserhahn an. Hä? Ein gratis Feuerzeug. Wo bist du jetzt? Ich sammle die Feuerzeuge im Haus ein. Adrian, bist du hier? Gib uns ein Zeichen, wenn du noch da bist. Oder bist du ein anderer Geist? Ist hier ein Geist? Hallo. Hallo. Wie alt bist du? Okay, laut Ouija-Brett ist hier alles cool. Toll, ich bin ja auch drinne, ne? Oh. Warte, kleinen Moment. Hör auf. Töten, 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 töten. Nein. Bist du hier? Ich glaube, hier passiert nichts mehr. Wir haben den Geist ins Exil geschickt. Der Schaukelstuhl steht anders jetzt. Oder? Nee. Schaukelt nur nicht mehr.
Es hat sich ausgeschaukelt für Adrian Jackson. Aber trotzdem ist da noch Aktivität. Hä, die Kamera ist aus. Hast du die ausgemacht? Ja, ich habe die eingesteckt. So. Wegen Beweismittel, Speicherkarte und so. Okay, dann können wir ins Hauptquarter. Hauptquarter. Und dann schauen wir mal, ob wir unseren Job richtig gemacht haben. Alter, hast du einen Bizeps. Krasse Sache, das ist. Good job, Venom. That's one less ghost to worry about. Ja, und wir haben eine zusätzliche Quest von 4 abgeschlossen. Belohnung annehmen. Denn nur so kriegt man Geld. Ja. Alles klar, das war eine weitere Folge Ghost Exile. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, den einen oder anderen Schrecker mitgenommen. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal sehr gern wieder. Bis dann, haut rein. Haut da.